Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin's wieder, Mira, und wir machen heute einen leckeren No-Bake-Choco-Cheesecake. Der geht wieder ganz schnell und ganz einfach und wir fangen wie immer an mit dem Boden. Dafür habe ich heute Schokokekse und die hacke ich jetzt ganz klein. Das könnt ihr entweder in einem Gefrierbeutel machen und dann einfach draufhauen oder ihr bröselt die in so einem Zerhäcksler hier. Und dann werden die nur noch mit Butter gemischt und dann habt ihr schon einen fertigen, wunderbar leckeren Boden. Und jetzt nur noch festdrücken und schon habt ihr euren Boden. Den Boden habe ich erstmal zur Seite gestellt, denn jetzt kümmern wir uns um die Füllung. Die wird wirklich herrlich bei den ganzen tollen Sachen, die da drin sind. Zuerst schmelzen wir nämlich Zartbitterschokolade, die sollte mindestens 70% haben. Und dann kommt dazu Mascarpone, Frischkäse, Creme Double, also lauter schöne, tolle, cremige Sachen. Die Schokolade schmelzt sich wieder über einem Wasserbad. Und in der Zwischenzeit können wir die ganzen anderen schönen Sachen einfach miteinander zu einer glatten Masse verrühren. Und weil wir Zartbitterschokolade verwenden, süßen wir das Ganze noch mit ein bisschen Puderzucker. Die Schokolade ist fertig geschmolzen und ich habe sie auch ein bisschen abkühlen lassen, bevor ich sie jetzt zu dem Rest der Masse dazugebe. Die Füllung ist fertig und kommt jetzt nur noch auf den Boden. Jetzt noch schön glatt streichen. Und jetzt muss der Kuchen nur noch so für 4 bis 5 Stunden im Kühlschrank stehen, am besten einfach über Nacht, bevor ihr ihn essen könnt. Den Schoko-Cheesecake habe ich aus dem Kühlschrank genommen und auch schon mal aus der Form gelöst. Und jetzt kommt da noch eine schöne Kakaoschicht obendrauf. So, ich habe mir jetzt mal ein Stück rausgeschnitten und lasse mir den jetzt gut schmecken. Ich wünsche euch einen guten Appetit, macht ihn unbedingt nach und bis bald. Mmh.